Wer kennt nicht die Perle des Haunetals? Herrlich ist dieser Blick von der Kirchau und vom Salzbrunnen auf Rotenkirchen. Direkt an Eisenbahn und Bundesstraße 27 gelegen, ist es doch ein idyllisch-romantisches Dorf, das Einheimischen und Fremden Schönes zu bieten hat. Wer hätte gedacht, dass der alte schienengleiche Bahnübergang einmal fast zum Wahrzeichen für die Gemeinde würde? Als einer der letzten im Kreis Hünfeld dürfte er bald beseitigt werden. Es gibt sicher keinen Kraftfahrer unter uns, dem minutenlanges Warten an den Schranken nicht schon an die Nieren gegangen ist. Ein schmuckes Dorf ist Rotenkirchen geworden, mit sauberen Straßen und schönen Fachwerkhäusern. Zu gastlicher Geselligkeit laden ein das Hessenmädel und unser Gasthaus zur Sonne. Vom 2. bis 4. Juli 1971 erlebte Rotenkirchen ein außergewöhnliches Ereignis. Der Männergesangverein 1891 feierte sein 80-jähriges Bestehen. Über 1.500 Sangesfreunde und Gäste kamen von überall her zu uns zu Besuch. An einem der schönsten Fleckchen unserer Heimat in der Rheinmühle machen Gäste aus aller Herren Länder Station. Sie finden dort die gewünschte Erholung und werben für Rotenkirchens Fremdenverkehr weit über das Hessenland hinaus. Doch nun zu unserem großen Sängerfest. Gleich beginnt der Jubiläumskommerz. Im Namen des Männergesangvereins 1891 Rotenkirchen begrüße ich Sie zu unserem Jubiläumsfest recht herzlich. Einen besonderen Dank gilt unserem Minister für Wirtschaft und Technik, Herrn Curry, der die Schirmherrschaft dieses Jubiläumsfest übernommen hat. Ich begrüße weiterhin unsere Ehrengäste, unseren Landrat Herrn Beck. Willkommen, die ihr singet, die ihr hört, die ihr Liebe Festgäste, wenn man einen 80. Geburtstag feiert, dann hat man auch Sänger, die im Verein eine Ehrung verdient haben. Und ich rufe die Sängersbrüder auf, Alfred Kehres, Heinrich Beetz, Konrad Fey und Erich Lorenz. Gäste und Freunde des Liedes, ihr, meine lieben Sängerschwestern und Sängersbrüder, 80 Jahre sind wohl im Ablauf der Zeiten eine kurze Zeit. Hochverehrte Gäste, meine lieben Sängerinnen und Sänger, im Namen des Sängerbundes Eintracht begrüße ich Sie alle aufs Herzlichste. Wenn wir uns heute Abend, am Vorabend des 80-jährigen Bestehens des Männergesangvereins Rotenkirchen, hier eingefunden haben, wenn wir jetzt zur Ehrung schreiten, so sind das Sänger, die 50 Jahre beziehungsweise 53 Jahre gesungen haben. Mit diesen Sängern, glaube ich, wird wohl die Vereinsgeschichte zum großen Teil verbunden sein. Freud und Leid haben sie in den 50 Jahren ihrer Aktivität. Ich habe heute Abend eine ehrenvolle Aufgabe. Ich habe zu vertreten, es ist herrlich, mit den Sängern ein Fest zu feiern.
Ich sehe das heute Abend in diesem überfüllten Zelt. Ja, das stimmt es, was man sagt, wo man singt, da lass dich nieder. Das sieht man heute Abend in diesem Zelt. Sie haben sich aus nah und fern hier eingefunden. Es soll rasch gehen. Ich wurde ja schon erwähnt, meine Worte sind schon gesagt, anlässlich vor 10 Jahren beim 70-jährigen Jubiläum. 21 Jahre bin ich in Burghorn, Rodenkirchen. Ich fühle mich mit euch verbunden. Ich komme aus meinem... Liebe Freunde, ich brauche ja jetzt nichts mehr zu sagen. Und außerdem hat sich mein Kollege schon alles Gute auf sein Konto gebucht. Trotzdem ein paar Worte. Wer von Ihnen im Saal ist denn eigentlich noch nie in einem Chor gewesen? Noch nie? Noch nie in einem Chor mitgesungen? Also ich möchte mich an dieser Stelle... Und ich freue mich, dass ich hier mit meiner Frau unter Ihnen ein paar Stunden, gesellige Stunden verleben darf. Meine Damen und Herren, 80 Jahre Vereinsgeschichte sind sicherlich in der Geschichte ein relativ... Die Invasion von Burghorn soll vollständig sein. Nachdem bisher die Fahrer von Burghorn, die Landtagsabgeordneten, die Parteivorsitzenden gesprochen haben, darf natürlich der Bürgermeister nicht fehlen. Verbindet uns doch eine altbewährte Sängerfreundschaft. Und es wäre hier in Rotenkirchen oder im Sängerdorf Steinbach einfach undenkbar. Keine Feier ohne Meier. Auch die Kreis- und Stadtsparkasse eingeladen. Ich bin gern hierher gekommen. Liegt mir die ehrenvolle Aufgabe, den Männern zu sein. Kleines Angebinde überreiche ich. Und auch der Sportverein Roland Rodenkirchen schließt sich den Gratulanten an. Am Schützenverein darf ich Ihnen die herzlichen Glück. Ich habe den ehrenvollen Auftrag vom Männergesangverein Sängerkranz Watzenborn-Steinberg, diesen Brief zu verlesen. Mit 25 Jahren ist die Jugendgruppe in Rodenkirchen das Mittelalter und wir möchten uns bei dem ältesten Verein in unserem Dorf erkenntlich zeigen und auf gute Freundschaft und gute weitere Zusammenarbeit. Unsere Freundschaft dem Verein für alle Zeit soll beschieden sein. Drum nehme nun aus meiner Hand den Fahnennagel als Unterpfand. Bürgermeister unserer Gemeinde, freue ich mich über den zahlreichen Besuch zum heutigen Kommers. Ich heiße Sie im Namen der Gemeinde Rodenkirchen herzlich willkommen. Ich hoffe, dass Sie uns recht, bei uns recht frohe Stunden verbringen werden. Es grüße euch hier tausendmal. Der Kommers ist vorbei, die Nacht war für viele viel zu kurz. Auf geht's, Musikanten, weckt die müden Schläfer. Thank you.
Wenn wir feiern, dürfen unsere lieben Toten, Gefallenen und Vermisste nicht vergessen sein. Alle nahmen nicht diesen Weg über unsere Totenbrücke. Sie ruhen in fremdem Land, in fremder Erde. Tiefer Ergriffenheit gedenken wir heute am 80. Geburtstag des MGV Rodenkirchen all unserer lieben Kameraden, die in diesen 80 Jahren von uns gehen mussten. Wir gedenken aller Aktiven und Passiven, die ihr Leben gaben fürs Vaterland im Krieg und all derer, die uns durch Krankheit oder Unfall vorzeitig verlassen mussten. Wir wollen Ihnen allen heute und in der Zukunft ein ehrendes Andenken durch aufrechten Sängersinn bewahren. Die Gedenkfeier, in der der Cäcilienchor Burghaun und der Posaunenchor mitgewirkt haben, ist vorbei. Inzwischen sind im Dorf Teile der insgesamt 40 Gastvereine eingetroffen. Sie werden am Dorfeingang sehr herzlich begrüßt und willkommen geheißen. Auf dem Festplatz erhalten die altgedienten Vereinsfahnen einen Ehrenplatz. Diese Fahnen verkörpern eine lange Tradition aktiven Sängerlebens. Vereine des Haunetalsängerbundes haben auf dem Festgelände ein frohes Lied aufklingen lassen. Bald darauf formieren sich über 2000 Sangesfreunde aus nah und fern, alle örtlichen Vereine, Folkloregruppen und sehenswerte Festwagen zu einem großen festlichen Umzug, wie in Rodenkirchen in seiner annähernd tausendjährigen Geschichte noch nicht erlebt hat. An der Spitze des Zuges eine Reitergruppe des Reit- und Fahrvereins Hünfeld und die führenden Männer des Sängerbundes Haunetal, gefolgt von den Fahnenschwingern, dem stolzen Mercedes, die Ehrenmitglieder des Gesangvereins. Sie sehen prominente Gäste aus der Politik. Und wer kennt nicht die Volkstanzgruppe? Oder das Wahrzeichen Rodenkirchens, die Friedhofskapelle.
dem exakten Marschschritt der Schützenverein Lützow. Der SV Roland, die Feuerwehr, das Rote Kreuz, sie dürfen alle nicht fehlen. Ist es nicht ein farbenprächtiges Bild? Wer kennt die Völker, nennt die Namen all derer, die durch unsere Straßen kamen. Viele Mitbürger aus allen Berufen und Sparten waren dem Ruf des MGV 1891 gefolgt. Ihre Festwagen zeugten von Fantasie und fleißiger Arbeit. Den richtigen Takt im Zug gaben der Grenzlandmusikzug Fladungen, der Turnermusikzug Burghaun, der Musikverein Großentaft und der Musikverein Wölf. Sie erwarben sich in Rotenkirchen viele Freunde. Der Festzug nähert sich seinem Ende, die große Ehrenpforte lädt ein zu weiteren Höhepunkten, der Sängerkundgebung und dem großen Volksfest auf dem Festgelände. Noch einmal hatten unsere prominenten Gäste Gelegenheit, Rotenkirchen und seinen Sängern ihre Glückwünsche zu überbringen. Gleich werden wir unsere berühmte und international bekannte Volkstanzgruppe bewundern können.
Roten Kirchen sind noch einige hübsche alte Trachten erhalten. Ihre Trägerinnen wurden beim Festzug und wie hier auf dem Festplatz von vielen bewundert. Geburtstag feiern, dann sollten wir doch danken denen, die vor uns das Vereinsgeschehen gemeistert haben. Wir Sänger, die wir hier stehen, sind bereit, das deutsche Lied zu pflegen und damit die Kameradschaft in unserem Dorf zu fördern. Und ich freue mich ganz besonders, dass doch immer wieder junge Menschen den Weg an diesem herrlichen Tag. Bei dieser großartigen Beteiligung, der Festzug wollte gar kein Ende nehmen, müssen wir sagen, dass das Lied die Menschen aneinander... Gesangverein Rotenkirchen zum 80-jährigen Bestehen persönlich... Überall, wo unsere Tanzgruppe auftritt, erntet sie für den Kronentanz den größten Beifall. Ist sie nicht klasse? Thank you.
es hat alles bestens geklappt. Man sieht es an den zufriedenen Mienen von MGV-Boss Fei, Hans Zindel, den es von Bad Homburg wieder einmal nach Rotenkirchen gezogen hat, von Lehrer Milbrat und Sangesfreund Georg Schäfer. Keiner wurde müde an diesem herrlichen Sängertag in Rotenkirchen. Bis in die späte Nacht blieb die Sängerschar in geselliger Runde vereint. Der Montagmorgen. Beim Abbau des Zeltes ging eine Plane entzwei. Was soll's? Wir haben unseren Altmeister Heinrich Fei. Er hatte den Schaden alsbald behoben. Harte Arbeit, frohe Feste. Diese Männer haben sich für das Abräumen des Festplatzes wahrlich einen kräftigen Imbiss und einige kühle Blonde verdient.
Nach dem Festestrubel haben sich die von weit her gekommenen Besucher ins idyllische Rheinbachtal zurückgezogen. Im weiteren Filmablauf folgen nun Szenen und Motive aus dem Rodenkirchener Alltag. Karl Gutballett holt mit dem letzten Rodenkirchener Kuhgespann Grünfutter heim. Erich Lorenz wacht streng darüber, dass die Straßen, Plätze und Grünanlagen im Dorf tipptopp in Ordnung sind. Er ist dabei Vorbild für die anderen. Gleich werden wir sehen, wie Adam Clausius, Friedel Kemmler und Hilde Heil mit der Aktion Saubere Höfe ihm nacheifern. Morgenstimmung auf der Dorfstraße. Christian Ruppel, Heinrich Fey, Andreas Fischer, Hilde Heil und viele andere, für die die Molkerei in Hünfeld an jedem Tag, den Gott werden lässt, schon früh den Wecker rasseln lässt, hören jetzt nicht wie wir die Löffelpolka von Ernst Mosch. Für sie ist das Klappern der Milchkannen Begleitmusik. Er kommt gerade noch zurecht. Pünktlich auf die Minute ist der Schlotzauer Adam Kraft, der jetzt in Werder wohnt, mit seinem Milchauto zur Stelle. Wehe, wer da den Anschluss verpasst. Tausende von Litern Milch fließen in die Molkerei und werden dort zu Butter, Käse, Sahne und vielen leckeren Sachen verarbeitet. Es gibt in Rodenkirchen noch einige Hausfrauen, die sich aufs Teig machen, aufs Formen, auf das richtige Schubkorn fahren. Auf den Feuertest mit der Kornähre, er wird gleich kommen. Und auf das richtige Ein- und Ausschießen. Noch verstehen. Die folgenden Bilder werden es beweisen.
Und jetzt wird eingeschossen. Unser Altschmiedemeister und MGV-Ehrenvorsitzender Wilhelm Kemmler. Es ist wieder Sonntag in Rodenkirchen. Man hat wieder ein Fest, dieses Mal aber ohne Remi Demi. Über 30 Frauen und Männer aus dem Ort und von außerhalb, die vor über 50 Jahren Konfirmation hatten, haben sich getroffen, um mit ihren Angehörigen, der ganzen Gemeinde und mit Pfarrer Althaus das Fest der goldenen Konfirmation zu begehen. Das festliche Glockengeläut ruft die Gemeinde zum Gottesdienst. Man sehe die stattliche Zahl der goldenen Konfirmanden und vergleiche sie mit der kleinen Gruppe der Konfirmationsjugend 1972. Viele von ihnen hatten sich jahrzehntelang nicht gesehen. Es gab ein freudiges Wiedersehen. Bitte nicht schockiert sein, so ist das Leben nun einmal. Einer muss sterben, damit andere zu essen und somit zum Leben haben. Wer von uns lehnt schon ein saftiges Schnitzel, Kotelett oder Schwadegender ab? Man sieht, Walter Sia versteht sein Handwerk aus dem FF. Thank you.
Der Fleischbeschauer ist bei Schlachtfesten ständiger Gast. Die Dosierung muss genau stimmen. Wem läuft beim Anblick dieser herrlichen Sachen nicht das Wasser im Mund zusammen? Die folgenden Bilder stellen ein Stück Abschied von Altgewohntem dar. 1971 war neben dem großen Sängerfest noch in anderer Hinsicht ein historisch bedeutsames Jahr für Rotenkirchen. Es verlor im Rahmen der Verwaltungs- und Gebietsreform in Hessen seine Eigenständigkeit. Die letzte Schlacht ist geschlagen. Künftig wird die Gemeindevertretung als Ortsbeirat in Funktion bleiben. Bürgermeister Willhardt in seiner letzten Amtshandlung.
Wir sind der neuen Entwicklung aufgeschlossen, wollen uns aber gleichzeitig versprechen, wie es im Rhönlied gesungen wird, der Heimat die Treue zu halten. Unser schönes Dorf verdient diese Anhänglichkeit.